Neulich bei Control. Okay, I've got Ati's cassette player. What did he pick out for me? A song from the band Old Gods of Asgard. Let's go. Take control. Dimensionsforschung. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. The projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron? We built a container for it. You? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. Hang on, I'm coming. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Control mit mir, dem J-Mo. Jetzt habe ich leider so ein kleines Problem. Das ist ja immer jetzt noch die Nachbesprechung quasi, da mir die Tonspur weggebrochen ist. Ich habe hier nur so eine ganz fragmentarischen Aussetzungen. Und deswegen muss ich jetzt alles nachvertonen. Ich weiß halt bloß nicht mehr, was ich hier alles gesagt habe. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall jetzt gleich noch gesagt habe, dass ich es ganz cool finde. Ich weiß nicht, ob es das gibt tatsächlich. Und zwar sowas wie Preise für die Sprecher. Ja, weil die machen das Spielerlebnis erst nochmal richtig immersiv. Und ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, sowas wie Oscars für Videospielfiguren. Oder Sprecher eben, oder auch Motion Cap. Wenn nicht, sollte es das auf jeden Fall geben, weil ich finde, das ist echt eine Bereicherung. Und die haben sich auch verdammt viel Mühe gemacht und auch der Sprecher, der Schauspieler, vor allem für Dr. Darling, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und ja, letztes Mal haben wir den Dia-Projektor gefunden, beziehungsweise eben ihn nicht gefunden, sondern den Standort. Und jetzt wollen wir zu Hedron, um ja Polaris zu retten, weil Polaris ist Hedron. Sagen und dafür müssen wir durch das Tor da hinten. Hier, glaube ich, war sonst nichts. Ich habe mal geguckt, ob da oben noch irgendwas ist. Der ist aber leer, der Projektorraum. Und jetzt gehen wir eben durch dieses
ominöse große Tor durch diese Box. Through here? Ja. You are coming through so strong. Darling, use this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Da ist halt die Frage, ob das so schlau ist tatsächlich. Hang on. Das zu machen. Und immer schön Schrauben diagonal raustun, damit, ne? Und auch reindrehen, ist ganz wichtig. Damit da nicht zu viel Kraft auf eine Seite kommt. Aber was ist hinter diesem Tor? Jetzt werden wir die Wahrheit sehen. Das ist Hadron. Das ist ein Teil von Polaris. Oder ist es Polaris ganz? Ich habe es nicht ganz verstanden. Die Größe und die Hi. Masse. I made it. Da ist Polaris. Aber das war sicherlich auch geplant. Transition. It's a trap. Why did you? This was a mistake. Aber Hadron wollte das scheinbar irgendwie so. Das ist halt die Frage, ob in Hadron auch, also in Polaris, sag ich mal, auch das Zischen drin ist. Scheinbar ist es zumindest in derselben Dimension auch drin. Jetzt müssen wir hier so ein paar Schergen erstmal ausschalten. Um diese komischen Sauger, glaube ich, werden die genannt, vom Zischen zu befreien. Man sieht ja die ganze Zeit, dass da irgendwie ja, so schwebende Zischer-Typen die ganze Zeit Hadron angreifen. Da oben sind sie, die Mistkerle. Da kommen wir natürlich nicht so ran, deswegen müssen wir genau das ausschalten. Ja, das wird jetzt ein bisschen kampflastig hier, würde ich meinen. Weg mit dir. So, wo sind die nächsten Gegner? Waren das hier alle? Scheint so. So, jetzt können wir erstmal das hier auch deaktivieren, beziehungsweise das Zischen vertreiben. Aber wir sehen hier sehr viele Satellitenschüsse oder Sauger. Aber wir kriegen das ganz bestimmt gebacken hier. Ich meine, die können uns, sofern es so kleine Gegner sind, überhaupt nichts. Da können wir schleudern, wie uns lustig ist. Ah, ich liebe diese Metallplatten. Ja, da kann man ganz schnell seinen Kopf verlieren, würde ich sagen. So, aber hier erstmal. Ja, da konnte ich jetzt gerade nicht so schnell, wie ich wollte. Jetzt arbeitest du für mich. Sehr schön. So, und das ist die letzte. Dann säubern wir auch noch diesen Sauger hier. Ich find's krass, wie man jetzt. Jesse hat so eine. Auf einmal so eine plötzlich ganz, ganz starke Bindung. Emotionale Bindung zu Polaris. Und ich finde das voll krass. Oh, jetzt kommt auch schon die nächste Ebene. Weil das davor wirkte es nie so, dass sie so eine krasse Beziehung zu ihr hat. Oder zu Polaris. Weil die haben scheinbar miteinander kommuniziert. Ich weiß ja auch nicht, wie lange Polaris jetzt Jesse immer begleitet hat und so. Und wie vor allem. Wir kriegen ja nicht die Kommunikation zwischen den beiden mit, deswegen ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, wie das Ganze läuft. Aber hier scheint sie sehr, sehr aufgebracht zu sein, also Jesse. Den Polaris. Und das ist interesting. So. Jetzt kommt die nächste Ebene. Auch hier kommt das Zischen erstmal weg. Aber wir sehen schon, das wird immer weiter angegriffen. Mist. Ich glaube nur, die werden nicht auf uns hören und damit aufhören. Die werden immer völlig weitermachen hier. Und da geht's schon zur nächsten Ebene. So, jetzt noch kurz mal verschnaufen. Die hier hochfliegen, das schaffen wir auch. Die Abstände sind auch immer größer geworden. Ja, sind größer geworden. So, jetzt haben wir noch was Explosives noch rumgeschleudert. So, oh, Sniper. Sniper! Achte ich gar nicht drauf. Aber der hat mich zum Glück auch nicht erwischt. Erste Mal zumindest. Das zweite Mal auch nicht. So, aber wir kümmern uns erst um den Heavy. Also hier ist ziemlich viel los, aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei hier. Erstmal. Ah, jetzt hat er uns erwischt. Das war jetzt eher so ein Glückstreffer. Aber wir kümmern uns immer noch nicht um ihn, ne? Wir kümmern uns. Jetzt hat er uns ein zweites Mal erwischt. Und jetzt sollten wir uns um ihn kümmern. Wenn uns unser liebes Leben lieb ist, das habe ich auch nicht mal gerafft, dass er auf uns schießt.
schnell Schutzschild und ein bisschen Energie zapfen. Jawohl. Und jetzt können wir uns um den Typen mal da kümmern auch. Zack. Und nochmal. Und nochmal. Und tschüss. Hui, da geht sein Körper auf Reisen. So, jetzt können wir auch diese Anlage hier ausschalten, diesen Sauger. Das ist krass, wie die da das überstürmen, draufstürmen. Das ist, als ob sich alle hier quasi darauf gewartet haben, dass das passiert. Aber sind wir überhaupt rechtzeitig? Bewirken wir überhaupt einen Unterschied oder macht das überhaupt gar nichts? Ich meine, wir kämpfen hier gerade mit all unserer Kraft dagegen an, aber wenn das so sehr geplant ist, können wir das überhaupt aufhalten? Bin mir da nicht ganz sicher. Aber egal. Wir müssen, glaube ich, noch ein Ding packen. Von daneben gesprungen. Den hat aber schön weggeschleudert. So, den kriegen wir aber auch noch. Vielleicht ein bisschen Feuerunterstützung ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Vor allem, wenn dann plötzlich aus dem Nichts Leute hier herkommen. Mit ganz schöner Firepower auch. Ah! Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, Mist. Jetzt habe ich's. Okay, hier habe ich es wenigstens geschafft, wieder unten zu landen. Jetzt muss ich erst wieder hoch. Ich glaube, das skippe ich nochmal. So, und da sind wir wieder. Da sind die Gegner. Und um die kümmern wir uns jetzt weiter. Das war ein kleiner Aufstieg. Ist immer doof, wenn man hier runterfällt. Da muss man echt aufpassen. Und das habe ich leider im Spiel ein bisschen leider oft. Hier die Orientierung manchmal zu verlieren und dann, ja, über den Rand der Möglichkeit dieser Plattform runterzulaufen. Okay, das sind ein bisschen tougher Gegner, vor allem weil es zwei sind. Die bauen halt den Shit relativ schnell auf, aber ich glaube, da muss man einfach nur, ja, ein paar mehrere Gegenstände werfen, dann passt das schon. Können die einem auch nichts anhaben. Man muss sich halt nur auf einen konzentrieren und nicht seine Feuerpower verteilen. Vielleicht auch eine andere Waffe nehmen. Ich glaube, da sticht ein bisschen besser. Das schon viel ausgehalten. Und halt mit viel Werfzeug malträtieren. Ist halt doof, dass man hier nicht so viel hat. So, aber ich glaube, ich jetzt der erste down. Und jetzt noch den letzten. Kriegt man dann relativ einfach down. Und wenn man seinen eigenen das eigene Zeug in die Ohren wirft, dann geht es ganz gut. Es kommt die nächste Gegnerwelle dort. Yay, multifunktional. Ich glaube, das ist, wenn wir öfters Gegner mit mehreren Gegenständen treffen. Dann noch die letzte Trophäe hier, eine der letzten Kampftrophäen hier reinkommen. Da haben wir noch ein bisschen stärkere Gegner. Und dann noch diese, ja, Bürostuhl fliegenden Zischer. Und jetzt werde ich, glaube ich, ein bisschen unvorsichtig, was die meine Umgebung angeht und meine Begrenzung. Dieser Plattform und ich bin in irgendein Loch reingefallen und das ist echt doof, weil ich fall dann nochmal weiter, weil ich dann auf den Flugknopf immer gedrückt habe aus Panik und dann bin ich unter der Map gewesen. Das heißt bye bye, aber keine Angst, ich springe gleich wieder zu der quasi Stelle, wo wir draufgegangen sind. Natürlich muss ich dann nochmal gegen die ganzen Gegner nochmal kämpfen, aber so ist das halt. Naja, aber jetzt der letzte von diesen Typen, stärkeren Typen. Und jetzt müssten wir an der Stelle ungefähr wieder sein, wo wir ja gegen diese Bürostuhlhechte gekämpft haben. Und gegen diesen besonderen Gegner. Aber wie gesagt, das ist hier alles relativ gut handelbar. Ich habe jetzt hier keine Gefahr gespürt, unmittelbar, bei den Gegnern. Also eine richtige Bedrohung habe ich hier nicht wahrgenommen. So, und jetzt noch das letzte säubern. Glaub ich, oder? War das das letzte? Ist das das letzte? Scheint so. Gelange zu Polaris. Okay, jetzt müssen wir nur noch zu Polaris kommen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. So, hier hoch. Fliegen ist uns hier ein leichtes und ich finde, das macht auch sehr viel Spaß, dieses vor allem nach oben treiben. Ich wünschte, ich könnte genauso fliegen wie Jesse. Oh oh. Was passiert jetzt? Haben wir es geschafft? Oder nicht? Ich glaube nicht. Oder doch? The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell.
and death. Aber I was wrong. There was never anything there. Aber ich verstehe nicht. Polaris, are you there? Polaris und dieser Kasten. Ich habe keine Ahnung, was passiert jetzt mit uns? Polaris ist weg. Das heißt, unser Schutz ist weg. Und das Zischen? Was macht das Zischen mit uns? Alles. Was ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es hat uns übernommen. Polaris. Oh nein. Oh, und das Spiel ist jetzt zu Ende. Na super, offenes Ende, ey. Das mag ja jeder bei solchen Spielen. Aber das finde ich jetzt irgendwie uncool. Also die hätten das wenigstens auch noch irgendwie weiterführen können irgendwie. Ah, das ist... Bestimmt kommt bald ein zweiter Teil. Naja, haben wir halt versagt. Achten wir besser nicht auf den Text, der hier steht. Our words, but you forget. Und jetzt kommt so viel Text, ich kann das nicht richtig lesen. We build you till nothing returns. You want to smile. You want to hurt. Leave you inside by the door. Irgendwas stimmt mit dem Abspann nicht. Die hätten das mal richtig machen können. Ich finde es jetzt ein bisschen unverschämt von den Entwicklern, dass die uns so einen Kauderwelsch dahin liefern. Das kann man ja gar nicht mehr lesen. Abspann total kaputt. Also macht das Spiel auch keinen Spaß. Und auf den Text muss man auch von Miet achten. Wir hatten so dieses Control-Lied jetzt und jetzt haben wir so das Zischer-Lied. Ne? Musik ist immer richtig cool. Ja, aber scheinbar ist das Spiel jetzt zu Ende. Schade eigentlich. Hat Spaß gemacht. Naja, komisches Ende. Was soll's? Wahrscheinlich ist den Entwicklern plötzlich das Geld ausgegangen, dann müssten sie schnell zu einem Ende kommen. Also das wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Naja, jetzt kommt noch ein Fade to White. Also das ist ja richtig schlecht. Naja, kann man wohl nichts machen. Also wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ich danke fürs Einschalten und bis denn. Cheerio, euer Jemo sagt bye bye. Time is money. Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau is the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, and she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? Da-da-da-dam, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wo wir drin stecken, aber es sieht gar nicht gut aus. Wir sind jetzt Jesse, die, wie heißt das, Aushilfe. Und was sollen wir machen? Wir sollen uns das schwarze Brett anschauen, ob es Aufgaben gibt. Ja, krass. Da sind wir jetzt, ich weiß nicht, wo wir genau sind, in einer komischen anderen Zwischenwelt gefühlt. So, steht hier vielleicht noch irgendwas? Übernimm die Kontrolle, ist die Aufgabe gerade. Tolle Platte, dunkler Ort, okay, das ist alles das. Das ist Polaris, das kann man vielleicht nochmal lesen. Der Projektor wurde weggebracht, doch Jesse wird klar, dass Hadron eigentlich Polaris ist. Ihre innere Stimme und dass Polaris selbst die Quelle ist, welche die HRV antreibt. Jesse betritt den Hadron-Isolationskammer, um zu Polaris zu gelangen. Dafür muss Jesse den HRV von den Kammertür entfernen. Dadurch können die Zischer herein. Sie stürmen die Kammer und töten Hadron. Ohne Polaris Schutz ist Jessys Geist dem Zischen schutzlos ausgeliefert. Es befällt sie. Tja, doof, 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 doof. Übernimm die Kontrolle, da steht leider kein Text. Also, was können wir machen? Ich schaue mich ein bisschen hier um, in dieser tristen, sättigungsarmen Bürowelt, wo wir nichts können, nur hüpfen. Aber immerhin können wir hüpfen, das können viele andere Spielcharaktere nicht. Von da, aber hier ist nichts, hier sitzt, hockt nur so ein Typ ganz cool herum. Nacht frei, aber da hängt so ein Zischertyp. Das ist seltsam. Das sollte uns zu denken geben. Tja, weiß nicht, ob es lohnt, hier noch umzuschauen. Ja, wir sind Bürokraft. Das sind wir. Hier gibt es aber auch scheinbar keine Texte zu lesen mehr. Oh, arme Jesse. Ah, da sehen wir, Trench ist der Head of Direction hier. Komm, wir laufen mal zum schwarzen Brett und schauen, was wir machen müssen. So, Kaffee, Briefe,
räume die Kaffeetassen auf, überbringe die Post und scanne die Formulare. Okay. Das sind eigentlich so Aufgaben, ich weiß nicht, wenn man gut dafür bezahlt wird, why not? Also, das Briefe ausstellen würde mir tatsächlich sogar auch Spaß machen, muss ich sagen. Mir. Aber ich würde auch in einem Archiv wahrscheinlich arbeiten. Weil sortieren und sowas ist, da habe ich sowas, was mir doch dann irgendwie Spaß macht. Ich weiß nicht warum. Deswegen. Post hinbringen. Wäre, ist gar nicht so schlecht. Aber eigentlich wäre es vielleicht vernünftiger, wenn man für Post direkt so ein Postfach hat für die einzelnen Leute, die sich das selber dann mitnehmen können, wenn sie zum Beispiel am Anfang, am Arbeitstag einfach die Post mitnehmen oder so. Oh Mann, ey. Aber die Leute sind auch voll arschig zu ihr. Aber wir machen dir mal die Aufgabe zu Ende. Das hat ganz schön gedauert. Und wir müssen es schon wieder tun. So ein never-ending Nightmare, sozusagen. Ist hier noch was anderes? Oh, das ist Emily. Spricht so wie so eine Klischee-Sekretärin, glaube ich. Hey! Das lässt sich über uns. Ohne ihre Lippen zu bewegen. Mit wem redet sie? Ich glaube, sie telefoniert mit irgendwem. Lustig. Naja, da können wir jetzt nichts machen. Da sind Kaffeetassen. Die räumen wir mal schnell weg. Aber ehrlich, wer stellt die denn schon so dahin? Also, es wirkt eher so, als ob wir die schon dahin geräumt hätten und dann jetzt wegräumen. So, oh, kopieren. Wir müssen nur einen Knopf drücken. Das scheint einfach. Ich frage mich ehrlich, wie viel wird für so einen Job eigentlich bezahlt, ne? Ich meine, es kann schon Sinn machen, jemanden dafür extra einzustellen, der dann halt nichts anderes macht, außer Kaffeetassen wegräumen oder Briefe zu stellen, Sachen zu kopieren, weil das spart den Leuten, die dann halt, keine Ahnung, wichtigere Sachen machen, vielleicht Zeit. Und wenn du das dann gerne machst, Kaffeetassen sauber machen, Spülmaschine einräumen und sowas und dafür gut bezahlt wirst, warum nicht? Oh. Aha. Okay, jemand soll die Post zustellen. Weil Miss Marshall nicht da ist. Das ist eh eine Frage. Was ist mit Miss Marshall? Wo ist sie überhaupt, Marshall? Die ist einfach verschwunden und wir wissen nichts mehr von ihr. Weil sie irgendwo hingegangen ist. No one knows where. Oh, gehen wir mal auf die Toilette. Vielleicht ist es eine dieser Toiletten, die dann einen wegteleportieren, weil sie plötzlich verschwinden. Aber scheinbar doch nicht. Ja, da ist. Hier sind auch alle da, ne? Die arbeiten hier alle. Underhill. Pope. Noch mehr Tassen. Warum nicht? Wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber ganz ehrlich, das sieht so komisch hingestellt aus. So unfreiwillig. Wir kopieren noch ein paar Formulare. Komm ich irgendwie nicht richtig hin, das drauf zu drücken, habe ich das Gefühl. Naja, passt schon. So. Wir machen das jetzt aber auch nicht ewig. Wir widmen uns gleich eine andere Aufgabe, und zwar der Post. Nachdem ich diese Becher eingesammelt habe, weil es wiederholt sich die ganze Zeit. Das ist quasi unser persönlicher Albtraum. Das ist halt jetzt die Frage, wie das ist, ne? Wir sind da. Das Zischen hat uns übernommen. Ist das quasi, sind wir das in unserem Kopf? Oder wie ist das? Und das ist das Zischerprogramm sozusagen, das immer und immer wieder abgespielt wird. Eine endlose Plackerei. Wer möchte sich denn dann freiwillig zum Zischen hingeben? Ist ja nicht so, dass man eine coole Aufgabe macht oder sowas. Das Zischen ist da nicht sehr schlau.
Okay, sie sagt nochmal das Gleiche. Wir hören dieses nervige Piepen wie von so einem EKG. Aber hier geht's nicht lang. Also, hier hat es jetzt aufgehört. Da geht's noch weiter, aber... Moment, wo kommt denn dieses Piepsen her? Oh, da ist was. Au, das ist die Post. Okay. Dann müssen wir das zum... Okay, zum Büro bringen. Oh, wir schuften hier voll unterwürfig. Da wäre es viel cooler, eher als Hausmeister zu arbeiten. Da geht man wenigstens freundlicher mit uns um. Oder ignoriert uns vielleicht einfach, was besser ist, als uns Sachen zu unterstellen oder Sachen an den Kopf zu werfen. Da haben wir es nochmal. Ah, guck mal, da ist Arish und Langston scheinbar beide. Aber schade, die versteht man echt schlecht. Es wird alles so überspitzt. Von die Lobhudelei. Und unpassend. So, treffen wir hier noch auf jemanden? Hey, da ist Arti. Oh, ob der auch so komisch drauf ist? Oder ist der Einzige, der hier normal ist? Oder wie sonst? Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Ah, okay, danke. Der gibt uns wenigstens einen Hinweis. Das muss die Macht des Hausmeisters sein, überall zu sein. Great. I was just waiting for my mail. Just da. Leave it on the desk there, please. Da sitzt ein Trench. So you're the new girl, right? Ja. Welcome to the bureau. Oh, danke. Der wirkt eigentlich relativ freundlich jetzt. Glad to have you on board. And you should be proud. We do very important work here. Oh, and don't worry about starting at the bottom. I wasn't always the director, you know. My bureau career began as a lowly agent. Aber er war wenigstens Agent, nicht wie wir. Days. I never dreamed I'd one day be sitting here, an old man in this big chair. Like they say, when you're pushed upwards, you end up out of your comfort zone. Okay, der wird jetzt ein bisschen erzählen uns noch. Please. Oh. Take the outgoing mail as well. Thank you. Very good. Oh. Was jetzt? What? What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I feel you? Boah, das ist echt Albtraum. Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Wir sind gefangen hier. Oh, was ist denn da los? Can't feel anything. I don't want to be alone here. Das ist krass aus. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. Ich finde auch die Sprecherin, die Schauspielerin von Jessie, auch sehr, sehr, sehr gut. Ich habe mir das mal im Deutschen den Anfang angeschaut. Die deutsche Synchro, ich fand die nicht so toll. Halt so ein bisschen blass tatsächlich, genau. Das ist das passendste Wort. Oh, keine Post, die wir zustellen können. Aber hier ist schon alles ein bisschen so anders. Die hier wabert auch so rum und hey, Dylan, was macht der denn da in seinem Pyjama? Wir können aber auch nicht zu ihm rein und wir können es auch nicht kaputt machen, weil wir kein nichts haben, um das zu tun. Oh. Oh, die reden schon über weitere Schritte. Ja. Ich frage mich, wie viel Zeit vergangen ist. Weil es so schnell geht. Mr. Faden. Ich finde das lustig. Ach, Helden ist nicht mehr? Wo ist sie denn? Nochmal ein bisschen Jessie unter die Nase reiben, dass jetzt ihr Bruder hier der krasse
ist. Egal, wir machen wieder unsere Aufgaben. Oder versuchen es. Aber die Pflanzen scheinen doch auf uns positiv zu reagieren. Das finde ich schön. Wir haben denen geholfen, jetzt helfen sie uns auch ein bisschen positiver zu bleiben. Wenn wir da sind, dann wachsen die wenigstens. Das ist doch schön. So, wieder dieselbe Aufgabe machen. Oder können wir was anderes machen? Ich weiß gar nicht. Laufen wir mal ein bisschen hier rum. Ziellos. Planlos. So. Können wir direkt ins Büro? Oder geht das noch nicht? Schauen wir doch mal. Da ist auch Irish am längsten. Das ist das Bild von... Ist das unser Bruder? Nee, das ist noch Trench. Also der ist ja auch noch Direktor. Der ist... Der soll ersetzt werden. Der ist noch nicht ersetzt worden. Und jetzt lästern sie. Erst haben sie ihn gelobt, jetzt lästern sie die ganze Zeit über ihn. Ja, ist leider sehr, sehr leise, was sie sagen. Die neue Direktorin? Jetzt bin ich verwirrt. You should keep trying. You are getting closer. Oh, danke, Artie. I need to go inside. I need to keep moving. Der gibt uns wenigstens Feedback oder Unterstützung. Weil das gerade nicht so nicht so nett zu uns. Aber okay, wir haben auch gar kein Anliegen, das zu tun gerade. Deswegen laufen wir mal zurück. Vielleicht müssen wir erstmal unsinnige Arbeit machen. Bis wieder irgendeine Post kommt, die wir dann reinliefern können. Also so fühlt sich das zumindest an. Huch. War das nicht vorher irgendeine Frau, die hier stand? Jetzt ist es ein schwebender, rot beleuchteter Mann. Wollen wir mal die Tassen weg, vielleicht reicht das ja schon. Wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass es so piepst. Ja, ich hätte vielleicht einfach eine Aufgabe abschließen sollen, das ist wahrscheinlich schon gereicht. Mach ich aber nicht. Ich fange lieber alle drei an, irgendwie. Und dann mache ich die letzte, mache ich dann ganz, statt gleich irgendeine davon gleich am Anfang zu machen. Naja. Kopieren wir einfach mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das am schnellsten ist, aber auf jeden Fall müssen wir uns dafür am wenigsten bewegen. So, scannen die Formulare, das haben wir gemacht. Dann nehmen wir noch ein paar Briefe hin. Ah, stimmt. Da ist das Piepsen wieder. Jetzt können wir das auch noch machen. Ich bin so pflichtbewusst. Ich muss die Tasten hier wegmachen, damit die Aufgabe wenigstens abgeschlossen ist. Habe ich auch irgendwie so ein Problem mit, wenn die Aufgabe nicht abgeschlossen ist. Okay. Aber hier verändern sich auch ständig irgendwie Sachen. Das finde ich mega strange. Und Blume scheint nicht mehr so gut so drauf zu sein. Schade. Mal gehen den Wagen wieder laufen. Ah, was reden die da? Nix Nettes. Er sagt auch nichts. Dann können wir direkt jetzt wieder rein. Oh, jetzt haben wir Trench seine seltsamen Gedanken. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them plotting against me. Oh nein, ja, ja. We've been invaded. Das Zischen hat das gemacht, was es am besten kann. I've lost darling. Korrumpieren. He was the first to go. He's been exposed to Hedren's resonance. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. They didn't listen. Hedren corrupted the Bureau. They'll never be people again. Aber das ist auch eigentlich voll gemein, ne? They're dead or they're monsters. Trench wurde einfach nur stop them. Indoktriniert. The nostalgia department. I have my own slide for the projector. I took it. A memento. In ordinary. After the girl burned them. It's burnt, but it'll work. Uh-oh. The hiss will save us all. I lost my
train of thought. It's confused. Es ist lustig, dass es im Deutschen Faden, Faden heißt und so weiter, ne? Das funktioniert im Englischen jetzt gerade nicht. Too fast. I see so much, but it's too fast. On the expedition through the slide. Hier merkt man auch, dass der ein bisschen durch den Wind ist, der Trench, ne? Ziemlich verwirrt. It hurt at first. But then it didn't. Started as a distant whisper. Like something you hear in a der schmatzt auch so die ganze Zeit. A faraway voice calling you to wake up. I'd open my eyes with those words still on my lips. In the dream, they had made perfect sense. But awake, they're like a foreign language. Already forgotten. Then a sense of loss. Der redet echt viel, ich weiß. Aber like losing a child. Wer würde Max Payne gerne unterbrechen, hä? Schauen wir uns lieber noch das Bild hier an. You see, I was being taught a song. A poem. Wer ist der Typ? A prayer. Dass das zwischen my world and make me break through. Make all this pain worth it. Something once lost was found, and it made a home in me. A spring with, like, waves carving, and making me see. It grew until it filled me, and I receded deeper into myself, into this office, locked in this oldest house, which is aging body. Ich muss immer noch an Max Payne 1 denken, mit dieser Albtraumsequenz. Filled with knowledge. Tja. And made better. You know, I often feel like I'm being watched. Yeah, like there's someone watching me. They can see me, but I can't see them. I remember it was like this dream I had last night. See, there was this man here in this very room, and then sometimes he was a plumber unclogging the drain, and because there was a fish stuck there, a big fish. But sometimes he was an old god, you see, and he had put the fish there in the first place to. Well, das ist lustig. The waste. There was rising waste. Ich hab so das Gefühl, das glaube ich schon mal gesagt, dass Arti, ich glaube, der spricht über Arti, vielleicht ein anderer, auch eine Entität ist, muss er ja, aber vielleicht Loki ist oder sowas? Irgendein Gott? Ob wir das noch herausfinden irgendwann mal? Sehr interessant auf jeden Fall. It wasn't a very good one or an interesting one, but I get so confused. Ja, das so wollte easily. Ich auch gerade sagen. Der sieht so ein bisschen, der hört sich auch so an. Auch wieder hier, eine tolle Leistung des Sprechers. So verstreut zu wirken dann. Muss man auch erstmal hinkriegen. Komm. Gönn dir mal eine Pause, lass uns mal was machen, sonst hören wir dir nur den ganzen Tag zu. Deswegen machen wir mal Post drin. Na? So, sagst du nichts? Diesmal warten wir. Und dann nehmen wir das. Was jetzt? I won't let them win. Trench wird ersetzt. That's how it happened. The Hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the Hiss. The Hiss is the enemy. Oh Mann, ey. Der ist auch nur ein Spielball. The Hiss burrowing in. I'm trapped in here. Ja. They're taking over. Die Kontrolle.
taking over control. So, aber wir können nichts machen, außer diese Aufgaben zu machen. Müssen wir das jetzt immer und immer weitermachen? Ich hoffe nicht. None of this is real. Ja. I'm not doing this anymore. Und was ist, wenn ich es doch mache? This is nonsense. It stops now. Okay, dann scheinbar müssen wir jetzt aufhören damit. Leider, leider. I need to get to Trench's office. Okay, dann nehmen wir am besten die Post hier mit. Ne? Cyberwurm! Das Donnerlied verzerrt dich. Ah, hier ist auch dieses Ding, wo oben eine Kiste ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ehrlich gesagt. Da ist auch noch alles gleich. Weil hier ganz schön viel sich geändert hat, tatsächlich. Also an Personalkräften. Okay, Emily sagt nichts. Underhill wahrscheinlich auch nicht. So. Oh, Dylan schwebt so ein bisschen. So, jetzt müssen wir zu dem Büro. Das ist die falsche Richtung. Moment, andersrum. Wo war das nochmal? Da. Da hinten durch. Sehr gut. Also der Typ, der liegt da immer scheinbar. Jetzt laufen wir mal. I will fight this. I will find a way to push them out. Zum Büro. Mal schauen, was wir da jetzt noch finden. Alle reden ja nicht mehr. Bis auf Arti. Welcome back. Aha. I knew I chose a good assistant. Aber wer ist er? Und warum ist er hier? Also, vielleicht ist er noch woanders, weil er ist ja der auch im Ocean. I need my gun. Motel. Okay. Der spricht jetzt quasi das, was die Zischen immer alles sagt. Frag mich, ob das einen inneren Sinn ergibt, was er da sagt. Okay. Okay, hat aufgehört? Nee. Oh, zu spät. I know what I must do. Start at the beginning. Wir müssen die Kontrolle wieder zurückerlangen. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. Okay, deswegen sind wir I auch. Am the director. Die Direktorin. Was ist das denn jetzt plötzlich? Da klingelt ein Anruf vom Rat, oder was? Hallo? Wer ist da? Hello. This is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office. The endgame. Oh, das Endspiel. It will be revealed. Okay, wir haben ein klares Ziel. Wir müssen zu Dr. Darlings Büro. Und Hedron war nicht die Quelle. Das heißt, Hedron, Polaris ist doch da. Findet Darlings Büro. Und hier ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der letzten Folge. Bye bye, euer J-Mo. Sagt Cheerio. Bis zum nächsten Mal.